nicht. Ich weiß genau, was ich tue. Schaut mal. Mit Tesa gepflegt. Aber so ist sie wieder hübsch. Jetzt habe ich wieder zwei dran. The story of my life. Hallo ihr Lieben, ich muss mich hier einmal über die Hunde hinwegkämpfen, denn für mich steht heute gar nicht so viel Besonderes an, aber Nils hat heute einen ganz besonderen Termin, ist gerade unterwegs und ich bin mega aufgeregt, was dabei rauskommt. Und sobald ich mehr weiß, erzähle ich euch natürlich mehr. Aber im Moment kann ich euch nur so viel sagen, dass es um unsere Zukunft geht. Und ja, also Daumen drücken. Wer weiß für wie lange. Ich bin jetzt einfach nur super aufregend und muss mich gleich mit Hausarbeit ablenken. Ja, ich bin eigentlich relativ gut davor, weil gestern habe ich ordentlich reingehauen. Oder haben wir ordentlich reingehauen. Wir haben überall gestaubsaugt, gewischt. Nur da ist so ein schwarzer Fleck auf dem Boden, der ist irgendwie nicht weggegangen. Keine Ahnung, was damit war. Dann habe ich da noch einen riesen Karton mit Kartons, die alle wieder zur Post zurück müssen. Dahinter ist noch ein Asos-Karton, wo ich mich für zwei Paar Schuhe entscheiden wollte. Muss ich euch auch irgendwann mal zeigen. Und ansonsten ist das hier so das letzte Chaoszimmer, also immer noch hier vorne so ein bisschen Chaos. Der Tisch ist immer chaotisch, weil das so die einzige Ablagemöglichkeit ist, wo die Kleinen nicht drankommen. Und das Sofa musste ich gestern neu beziehen. Achso, und Schlafzimmer muss ich das Bett auch noch machen, weil der schwarze Fleck heute das erste Mal mit aufs Bett durfte zum Toben heute Morgen. Und natürlich auf die Decke gepichert hat. Das passiert aber. Das ist nicht schlimm. Dann will ich heute unbedingt nochmal die Backsachen sortieren. Die müssen keine Backsachen, das sind Sommersachen, die müssen auch im Keller oder zumindest in die Abseite. Aber das hier ist ein Chaos, was so eigentlich nicht bleiben sollte. Und da sind die restlichen Backsachen und da der Backgürtel noch. Also das muss ich alles einmal wieder durchgucken. Und ja, den Welpenstall brauchen wir auch nicht mehr dahinter. Also ein bisschen sortieren und ansonsten geht das, glaube ich, relativ flotter. Eine Sache habe ich gerade noch vergessen und zwar hier, die Torte, die haben wir scheinbar heute Morgen vergessen, denn es ist mittlerweile auch schon irgendwie nach drei. Kommt einfach wieder raus auf den Balkon. Zum Glück ist es da so kalt, dass wir uns da gut verstauen können. Die ist mega, mega lecker. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine geile Torte hinkriegen würde. Ich finde die cool. Also sie ist nicht die schönste, aber sie ist super lecker und es ist auch jetzt nur noch so ein Mini-Stück übrig. Aber ich muss auch sagen, ich habe unserem Nachbarn das ein großes Stück angedreht. Ich glaube, der hat fast ein Achtel von der Torte mitbekommen und man kann wirklich nicht so viel essen. Das wird ihm bestimmt für mindestens zwei Tage gereicht haben. Er hat uns nämlich ein Paket runtergebracht, was wir nicht wussten, dass es bei ihm liegt und auch gar nicht wussten, dass wir überhaupt ein Paket bekommen haben. Aber egal, jedenfalls war ich sehr happy, als er es gebracht hat und als Dankeschön hat er ein Stück Torte bekommen. Und wir haben uns gefreut, denn viele ältere Herrschaften legen ja immer gleich alles ab, was man irgendwie schenken möchte und möchten lieber selber verteilen. Aber wir waren super happy, als er sagte, ach ja, klar, nehme ich gerne. Und ja, also konnte ich ihm was Gutes tun und mir und der Torte nämlich, dass die auch gut gegessen wird. Ich werde das bestimmt bald wieder ausprobieren. So langsam gibt sie auf, ich weiß nicht, ob man das erkennt, dass der von da, ja, jetzt sieht man es ein bisschen rissig wird und so. Aber die hat sich tapfer gehalten. Was haben wir heute? Heute ist Montag. Genau, Montag. Morgen geht das Video online. Das heißt, ihr werdet es brandaktuell sehen. Ich glaube nicht, dass das so spannend ist. Oder schreibt mir doch bitte gerne mal in die Kommentare, so als Videofrage. Ist das für euch wichtig, dass die Vlogs, die ich drehe, quasi kurz vorher gedreht werden, bevor sie rauskommen? Oder ist euch das egal, weil ihr einfach unseren Alltag überhaupt mitkriegen wollt? Das wäre für uns super spannend oder für mich vor allem super spannend. Dann weiß ich, wie aktuell ich das Ganze halten darf und muss und kann und wie ihr das halt am liebsten mögt. Aber jetzt drücke ich mich nicht weiter vor der Arbeit und ich plappere einfach so viel. Ich bin so aufgeregt. egal. So, los geht's. Festgestellt, die müssen wir auch noch mal irgendwann entsorgen. Ich glaube, die sind vertrocknet. Was meint ihr? So, wir sind jetzt gerade alle
ins Wohnzimmer umgezogen. Und Klein Dotter macht dumm Tüch. Machst du dumm Tüch? Ja. Ja. Meine Haare sind so spannend. Die fand Faye ja auch schon super, als sie klein war. Aber jetzt, wo sie länger sind, ist es noch toller. Was hast du jetzt schon wieder? Opa. Ja. Ich muss einmal helfen. So. Und zwar dachte ich, das ist eine Sache von 10 Minuten und ich zeige euch nur schnell das Ergebnis. Ich sitze aber schon 10 Minuten und es ist noch nichts passiert gefühlt. Denn ich versuche gerade hier mal die Kisten zu sortieren. Ich habe bisher einen Stapel mit Fondant, der noch zu ist, hier sowas. Marzipan lasse ich einfach in der Packung. Ich hatte mir mal so ein Mermaid-Set gekauft, aber es ist auch schon 2019 abgelaufen. Deshalb habe ich zumindest den Fondant gerade entsorgt und der ist hart gestaltet. Ich kann euch noch einen Fondant zeigen. Oh mein schönes Süßes. Der hier ist auch, glaube ich, nicht mehr zum Verarbeiten. Deshalb ist es gar nicht so schlecht, dass ich hier mal durchsortiere. Ich glaube, ich brauche nur noch einen Müllbeutel, weil ansonsten habe ich gleich zwei Fellmüllbeutel. So, was ich mir auch geholt habe eben, einmal schnell, weil ich glaube, dass das ganz praktisch sein kann, ist mein Label Maker. Da freue ich mich gerade richtig. Und ich habe mir noch so Zipbeutel rübergeholt und nicht Zipbeutel, weil ich nicht weiß, wie viele ich noch habe. Und werde das jetzt einfach mal alles sortieren. Ich bin richtig gespannt, weil ich glaube, ich den Überblick verloren habe. Und wahrscheinlich viel mehr zu Hause habe an Sachen, die ich gut benutzen kann und gar nicht mehr weiß, dass ich sie habe. Okay, ich sitze jetzt hier locker eine halbe Stunde, wenn nicht noch länger. Aber das ist gar nicht das, was mich gerade so hibbelig macht, sondern Nils ist jetzt schon seit anderthalb Stunden bei seinem Termin, also vor anderthalb Stunden hat der Termin angefangen. Und er hat sich noch nicht gemeldet und er hat noch nicht aufs Handy geguckt, das heißt, er läuft noch. Und ich dachte halt, das ist so ein Ding von einer halben Stunde höchstens. Aber, obviously not. Ich bin echt gespannt. Und mit jeder Minute steigt das. Oh, ich bin echt so schlecht im Spannung aushalten. Und ich liebe Überraschungen, ja. Aber ich finde sie auch ganz, ganz schlimm, wenn man halt nicht weiß, was es ist. Aber ich liebe dann den Moment der Auflösung. Hallo. Im Hintergrund streiten sich Faye und Lotti um ein... Was ist das, ein Rinderohr, was ihr da habt? Oh. Lotta darf eh gleich wieder ran. Faye kann ihr nicht lange böse sein. Das ist eigentlich ganz süß, die zwei. So, jetzt habe ich das Chaos, zumindest die erste Kiste, relativ sortiert. Ich bin relativ happy gerade mit meiner Aufteilung. Ich habe noch so ein, zwei Sachen, wo ich noch nicht ganz weiß, wie und was. Aber das kriege ich auch noch hin. Jedenfalls sind zwei Sachen dabei, die ich euch unbedingt mal zeigen wollte. Das war Lotta. Falls ihr auch mal eine Star-Wars-Torte plant, die habe ich nämlich 2019 zu Nils Geburtstag gemacht, also vor 2 Jahren. Und habe da gefunden so Leuchtschwerter, die waren mega cool. Die haben nicht geleuchtet, aber die sind halt so durchsichtig. Moment, ich pull das mal raus. Und zwar sehen die dann so aus. Also relativ cool. Ich finde das sehr witzig. Und die haben auch noch so, ja, so Piekser für in die Torte rein. Sind auch relativ durchsichtig, also ich finde die mega cool. Waren, glaube ich, 12 Stück. Ja, 12 Stück in dem Paket mit dabei. Wenn ich die finde, werde ich euch die unten mal verlinken. Und dann noch ein zweites Accessoire. Und zwar sieht das von außen relativ unscheinbar aus. Das ist nur so ein Ball. Aber, Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung von Star Wars, ne? Das ist so eine hohe Kugel. Das ist der Sternzerstörer. Also so eine Kugel, die ihr dann füllen könnt. Und ich habe am Anfang gedacht, als erste Idee wollte ich die halt als hohe Kugel machen. Mit Kuvertüre oder mit Schokolade, habt ihr noch grau eingefärbt und so, das war total cool. Hat dann erst beim 10. Versuch irgendwann funktioniert. Ich habe die zwischendurch nicht tiefgefroren, ich habe die immer nicht heil rausbekommen. Nachher habe ich sie dann aber nicht als hohe Kugel gemacht, sondern als gefüllte, also wirklich Kompaktkugel voll mit Schokolade. Und habe sie dann nochmal angeschmolzen und so haben die dann perfekt aufeinander gepasst und es war so cool. Also, wenn ihr sowas plant, kann ich euch die Teile nur empfehlen. Wir hatten gerade noch einen spontanen Besuch von Nils Papa
Und ich bin die Torte losgeworden. Also wir haben gerade alle noch mal ein Stück Torte gegessen. Und das letzte Stück hat er für nächste Mama mitgenommen. Das war natürlich richtig cool. Jetzt ist sie weg und ich bin befreit und kann das nächste backen. Also nächstes Projekt. Was machen wir als nächstes? Keine Ahnung. Erstmal räumen wir auf. Denn ich habe jetzt eben hier einmal schnell einsortiert. Ja, meine Tütchen und ich habe meinen Label Maker benutzt. Richtig cool. Ich habe das jetzt einfach ganz einfach in Blockschrift gemacht. Und ja, habe da jetzt erstmal alles grob sortiert. Ja, das waren die Sachen, die ich gerade vor den Hunden geschützt habe. Das hier bleibt alles oben. Die großen Formen muss ich noch irgendwo unterkriegen. Das hier ist ganz viel Dekokram. Ah, genau, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich hatte letztes Jahr zu meinem Geburtstag eine Vajana-Torte gemacht. Und weil ich keine Lust hatte, die Figuren selber zu machen und weil ich da auch nicht so begabt gewesen wäre, habe ich mir da ein Schleichset war das, gekauft. War das von Schleich oder von der Konkurrenz? Wie heißt die Konkurrenz? Bullyland, genau. Von Bullyland gekauft. Und das hat prima funktioniert und habe die Figuren draufgesetzt. Also wenn ihr mal sowas wie ein Zoo machen wollt oder irgendein Tiermotiv, was euch aber super schwer fällt, dann kann ich das nur empfehlen, weil Hilfen sind ja nicht per se verboten. Also wenn man es sich leichter machen kann, das Leben, dann macht das doch. So, das habe ich jetzt auch nochmal schnell gelabelt. Das sind meine Fondant-Buchstaben und ich glaube, ich werde die jetzt einfach hier mit drauf packen, die Deko. Und nochmal in einen großen Gefrierbeutel tun. Das sind auch noch meine Stifte, die Filzstifte, die sind mega cool. Die habe ich ja jetzt diesmal nicht gebraucht, aber die sind einfach super cool als essbare Stifte, dass ihr da überall was draufschreiben oder drauf zeichnen könnt. Die habe ich schon so gerne und so oft benutzt. Ich hoffe, die gehen nicht irgendwann leer. Dann sollte ich vielleicht welche auf Reserve haben. Und dann mache ich die hier jetzt einfach mit rein. Dann kann ich in die nächsten Kisten so Backförmchen, Plätzchen und was weiß ich nicht alles machen. Dann habe ich noch was mega cooles. Das sind so Keksstempel. Und noch nie benutzt, muss ich aber mal. I love shopping. Ein Q für Queen. Kennt ihr das Logo irgendwo her? Und ein Kleid und eine Krone für die Shopping Queen. Also mega cool. Muss ich also auch unbedingt mal benutzen. Ja, dann habe ich, was habe ich noch? So essbare Diamanten, die waren auch sehr cool. Habe ich für die Nala-Torte benutzt. Und diese Blümchen habt ihr jetzt ja eben schon gesehen. Davon habe ich scheinbar so einige, aber noch nie benutzt. Sollte ich mir also auch mal angewöhnen. Und dann bin ich echt nur noch mit den zwei Kisten zugange. Hoppala! Aber ich glaube, jetzt kehrt nach 3,5 Stunden auch endlich mal Ruhe ein. Vielleicht habe ich ja Glück und sie schlafen ein bisschen. So, ich habe euch jetzt nicht mehr mitgenommen, aber das hier ist der gesamte Turm. Oh, Quietschspielzeug. Kennt ihr das, wenn ihr Hunde habt, dass ihr ständig auf irgendwelche Quietscher tretet? Das ist schlimm. Also, die große Kiste haben wir eben zusammengepackt mit dem ganzen Kleinkram. Und in den beiden Kisten aufgeteilt sind jetzt einfach so die großen Sachen. Das ist meine Drehplatte, die eine Servierplatte, Backform, der Backgürtel hier und alles, was groß ist. Hast du Schnupfen? Gesundheit. Also alles so drum und dran. Nochmal andere Silikonbackform. Das Einzige, was leider nicht gepasst hat, war der Tortenring. Und alles andere bleibt hier oben. Auch diese geile Backform, die habe ich schon ganz vergessen, die war nicht in der Abstellkammer. Das ist eine, die hat zwei verschiedene Böden zum Auswechseln, auch eine Springbackform. Einmal wie so ein Kugelhupf, ich glaube Kugelhupf heißen die, und einmal eine normale gerade Platte, also mega praktisch. Ich glaube, ich habe mittlerweile 10 Packungen, also 10 Pakete von Vanillezucker und Backpulver. Dann bleiben oben so wiederverwendbare Muffinförmchen, die finde ich mega cool, habe ich aber noch nie benutzt. Außer einmal für Badekugeln zum selber machen und danach nie wieder, weil ich irgendwie dachte, man kann die jetzt nicht mehr für Lebensmittel nehmen. Aber why not? Dann habe ich gefunden, einmal Backkakao, der bleibt natürlich auch oben fürs alltägliche Backen. Wieder ganz viel weiße Schokolade, ihr wisst, sowas brauche ich immer. Das hier sind kleine Stiele für Cake Pops, aber die sind wirklich nur so fingerlang. Ich habe noch nie Cake Pops gemacht, die waren mal irgendwo mit dabei. Ich glaube beim Stabmixer, da gab es die, glaube ich, dazu. Dann habe ich auch noch meine Tütchen für Plätzchen. Die meisten sind universal einsetzbar, egal wann im Jahr. Aber ich habe gesehen, bestimmt die letzte Tüte, genau, hier ist noch was mit dem Weihnachtsmann. Ich lasse das jetzt trotzdem oben,
Einfach, weil die anderen gut einsetzbar sind für was auch immer. Zum Beispiel für meine Rumkugeln, die ich immer noch plane. Und hier zum Schluss, das sind so, so um Muffins drum macht Dinger. Also total interessant, noch nie benutzt. Sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Ja, und die Kisten kommen jetzt erstmal wieder runter in den Keller. Ich hatte euch ja erzählt, dass Nils den ganzen Tag unterwegs war. Am Ende waren es über 2,5 Stunden, bis er eben nach Hause kam. Irgendwie vor einer Stunde knapp. Und der Termin war so mittelerfolgreich. Also er ist relativ happy nach Hause gekommen, aber noch mit keinem Endergebnis. Also der Weg ist geebnet. Aber das Resultat ist noch nicht da. Deshalb kann ich da auch noch nichts weiter zu erzählen. Ich weiß, es ist total doof, wenn man das immer hört. Ja, ich kann euch dazu noch nichts sagen. Aber ihr werdet das alles noch früh genug erfahren, solange oder sobald etwas spruchreif wird. Und ja, was muss ich jetzt machen? Ich wollte noch einmal schnell meinen Tee umfüllen. Ich habe nämlich gerade losen Tee, den ich so gerne trinke. Und der ist in einer, in so einer Papppackung angekommen. Und den muss ich halt einfach umfüllen. Ich habe keine Lust, weil ich so viel Tee trinke, dann jedes Mal die einzelnen Dinger mit dem Teelöffel da reinzupacken. Deshalb schütte ich mir das immer an einem Tag in eine große Schüssel und befülle die Teebeutel damit und kann die dann einfach wirklich benutzen. So, ein paar Ästchen habe ich gefunden. Ich weiß, dann sagt man, ist der Tee nicht so hochwertig, aber Hauptsache er schmeckt. Das heißt, der Teller ist leer. Und hier hinten ist mein Teeberg, für den ich jetzt locker nochmal 20 Minuten gebraucht habe. 15 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung. Ich habe mir Zeit gelassen und werde die jetzt einfach zusammenlegen. Und habe hier immer meinen Zipbeutel und packe die dann da rein. Das finde ich eigentlich bisher die coolste Lösung. Und bin damit auch ehrlich gesagt ziemlich happy gerade. Keine Ahnung, für wie lange mir der Tee dann wieder reicht. Aber so muss ich zumindest nicht morgens, wenn ich an der am Wasserkocher stehe, dann erst anfangen, die Teebeutel zu füllen. Weil das finde ich nämlich super nervig. Ein bisschen Platz drücken, dann habe ich noch ein bisschen Platz gespart. Und ja, das war mein Ziel, was ich heute auch unbedingt noch schaffen will. Denn seit einer Woche pule ich mir da nämlich jeden Tag den Tee. Und jetzt habe ich da einfach keine Lust mehr zu. Ich weiß nicht, ob es auch so Sachen gibt bei euch im Haushalt, wo ihr jedes Mal, wenn ihr sie nutzt, denkt, oh Gott, das muss ich unbedingt machen. Macht es aber nie. Das ist eine davon. Genauso wie gestern das Bodenwischen und Staubsaugen. Ich meine, wir haben ja sogar die Roboter. Wir nutzen sie halt nur im Moment zu wenig, weil wir dann immer irgendwas frei und wegräumen müssen. Und weil gerade alles so voll war, gerade durch die Weihnachtszeit mit dem Tannenbaum, macht das natürlich noch weniger Spaß. Aber jetzt ist alles zu. Oder gestern habe ich mich auch mal an den Küchenschrank da oben gewagt. Und habe da mal geguckt, was ich da dran retten kann. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob man das sieht, es sieht deutlich ordentlicher aus als vorher. Von der Ecke da oben sprechen wir jetzt einfach mal noch nicht. Die müsste ich irgendwie auch nochmal machen. Und haben wir nicht alle diese eine Schublade mit Tubbersachen? Also ich meine diese Schubladen, die überquellen, wo einfach nichts mehr seine Ordnung hat. Auch diese Schublade müsste ich mal wieder persönlich kennenlernen. In der Süßigkeiten-Schublade hatte ich erst Ordnung gemacht. Die sieht allerdings jetzt auch schon wieder so aus. Und also so richtig hält sich die Ordnung in der Küche bei uns nicht unbedingt. Allerdings, der Ort, der wirklich ordentlich ist und geblieben ist bisher, ist hier unsere Regalseite. Und ich bin da mega stolz drauf. Also, kleine Schritte. Und wie spät haben wir es denn jetzt? 18:30 Uhr. Nils ist gerade einkaufen und der Arme hat mich gerade von unterwegs angerufen. Er hat sein Portemonnaie zu Hause vergessen und wir fahren knapp 8-9 Minuten hin. Und jetzt musste er den Weg zurückfahren vom Einkaufen und hat sein Portemonnaie geholt und ist wieder los. Super ärgerlich, aber auch das passiert jedem mal. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was zum Abendbrot essen. Ich glaube nicht. Vielleicht sowas wie Spiegeleier, aber das reicht. Ja, mehr schaffen wir nicht. Eine Sache wollte ich noch machen, und zwar mit meinem Labelmaker den Tee markieren, weil ansonsten weiß ich ja spätestens nächste Woche nicht mehr, welcher da drin ist. Weil ich mehrere von diesen Beuteln habe. Also einmal schnell tippen, drucken, kopieren. Jo. Yes. Bitte schneiden. I do. Okay, und es gibt noch einen anderen Tee, den ich auch schon immer in der Schublade habe. Ich habe die extra in rote und gelbe Zipper abgefüllt, damit ich die unterscheiden kann. Aber da ist es ja viel klüger, wenn ich mir auch da einmal schnell
ein Label drucke. Also perfekt. Gleich das Weihnachtsgeschenk nutzen. So mag ich es am liebsten. Wusste ich ja, dass wir beide hier Best Buddies werden, aber jetzt hat mich gerade die Etikettierwucht gepackt. Schaut mal, ich habe jetzt das, was ich schon umgepackt habe und schick gemacht habe, hab ich jetzt schön gelabelt und ich finde, es sieht mega geil aus. Und weil Nils sich beschwert hat, dass das Welpenfutter ungefähr so groß ist wie das Erwachsenenfutter, ich finde nicht, aber habe ich jetzt hier für ihn extra noch den Namen drauf gemacht, wer was kriegt, und dann kann ich das sobald Faye dann alt genug ist und das Große kriegt, kann ich den dann rüberkleben und zum Schluss kommt Lotti nach. Oder aber ich mache dann einfach beide Säcke voll oder beide Seiten voll mit dem Erwachsenenfutter. Das geht dann ja auch. Ich habe überlegt, ob ich die hier auch noch label, aber da machen wir so viel Verschiedenes rein, dass ich das jetzt einfach sein gelassen habe. Und schaut mal, wie rotzfrech die kleine Maus ist. Wie rotzfrech du bist. Du bist so frech. Du bist so ein kleiner Frechtag. So ein kleiner Frechtag. Eine Maus! Und noch ein Frechdachs! Zweimal Frechdachs! Opa! Opala! Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier noch Becher und da Gläser raufschreibe. Da oben sind noch so Dessertgläser. Die Dessertgläser kann ich auch mit draufschreiben. Dann hatte ich mir jetzt, als er noch Alkohol getrunken hat, so wunderschöne Rumgläser gekauft. Die waren von Depot. So mit Kugelboden und ein. Ach, eine Weinkaraffe auch in dem Stil dazu. Richtig schön. Jetzt vergammeln die schönen Gläser hier im Schrank. Aber das könnte ich nämlich wirklich noch machen. Hier ist einfach wieder auch so viel Chaos. Ich habe die Videos von Kisu gesehen, wo sie ihre Wohnung mit The Home Habit, heißt sie, glaube ich, umorganisiert hat und sortiert hat. Oh, wow. Also, wenn die Liebe noch Zeit hat, bei uns darf sie gerne anfangen. Ich meine nur, sie wohnt irgendwo im Kölner Raum. Und ich glaube, hier hätte sie auch ihren Spaß mit unserem Chaos. Organisiertes Chaos. Aber soll ich das noch labeln? Ich weiß, Nils mag das ja nicht. Aber ist ja wurscht. Wollen wir? Was für eine Frage. Natürlich wollen wir. Also gleich wieder anstellen. Passen. Oh Gott, er kommt nach Hause. Psst. Hallo Schatz. Hilfe. Hilfe. Okay, ich helfe dir. Die Hunde sind auch schwer. Die Hunde sind auch schwer. Das wusste ich. Was hast du denn? Oh, schau mal. Hast du? Ich mach ein Blümchen an. Oh, nochmal Blümchen. Oh, Schatz, du bist der Blümchen. Und du? Ja. Oh. Wie sehen unsere Pischliesen aus? Unsere Pischliesen haben ganz viel Abendbrot gegessen. Schaut mal. Die label ich aber nicht mit. Oh nein, die eine ist gestorben. Wieso? Ja, die Blüte. Ja. Vielleicht kann ich die ankleben. Wird die wieder was? Tesafilm ist da. Flower Rescue starts. Bis gleich, ich weiß genau, was ich tue. Schaut mal. Mit Tesa gepflegt. Aber so ist sie wieder hübsch. Jetzt habe ich wieder zwei dran. Und wenn er schon mal Blümchen mitbringt, und das ist nicht so oft. Also es ist immer mal wieder so. Ich würde sagen, alle zwei, drei Monate. Aber dann will ich die halt auch retten. Wie ist es gerade mit Lotta unten? Deshalb zeige ich euch das schnell. Ich habe ganz, ganz schnell geklebt. Das sieht ihr gar nicht. Ich wette mit euch, dass ihnen das gar nicht auffällt. Okay, ich weiß ja, dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem ich noch im Homeoffice sein werde und jetzt schon wieder arbeitet. Und für diesen Tag will ich gewappnet sein, denn ab dann bin ich wohl oder übel für das Essen zuständig. Und damit meine ich nicht Torte zum Mittag, sondern ich meine herzhaftes gekochtes Essen oder gebratenes. Und wie gesagt, ich bin die Queen des Kartoffeln anbrennen lassens, Reis verkochen lassens und genau aus diesem Grund probiere ich mich heute an Spiegeleiern. Mein lieber Schatz, es tut mir leid, wenn sie schwarz oder flüssig sind. Ich gebe alles. Okay, wow. Das ist Nils Teller. Das ist meiner. Ich habe keine Ahnung, ob das Eigelb noch lebt oder nicht. Ich glaube einfach nur, es ist durch. Ich brauche nämlich immer noch ein pures zum Reindippen. Ich mag kein Eigelb. Ich mag es nur, wenn man das mit Graubrot dippt. Und den Rest verfüttere ich meistens an
Emma. Die teilt sich mit mir die Eier. Das ist eigentlich ganz cool. So, jetzt denke ich mal, ist es Zeit für Abendbrot? Ja. Sorry für die ganzen Standbilder heute. Aber es geht wieder in die Küche, wie ihr seht, denn ich habe Lust auf Nachtisch. Ich hatte gerade irgendwie Lust auf ein Eis. Also machen wir jetzt nochmal schnell ein Eis und jetzt sind drei Monster auf dem Weg hierher. Aber den Herrn habt ihr heute noch nicht gesehen und du musst jetzt sagen, wie hat dir das Abendbrot geschmeckt? Delicious. Es war gut. War richtig gut. Ernsthaft? Ja, klar. Ach, Quatsch. Doch. Nein. Doch. Echt? Ja. Wieso? War gut. Nicht verbrannt? Nein. Nicht versalzen? Nein. Hätte sogar noch ein kleines bisschen Salz angekommen. Aber nachsalzen geht immer. Das ist nicht so schlimm. Richtig. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ein bisschen zu durch, oder? Finde ich. Bei einem Ei war es ein bisschen durch. Aber ansonsten war es gut. Ich fand es gut. Das erste Mal und so? Ja. Cool. Und jetzt Eis? Eis. Du auch? Ein bisschen. Bisschen. Nicht zu viel. Nein. This is half bucket for the lady. Ah, du bist süß. Und was nimmst du? I think I nehme mal Cookie Doof. Cookie Doof Vanilleeis. Ne? Wie schön ist das Leben? Cookie Doof. Was? Ich habe keinen Alkohol getrunken oder irgendwas. Ich bin einfach nur todübermüdet. Immer das nach müde kommt Cookie Doof. Wir gucken gerade. Auf ein Paket! Entschuldigung! Man kann mich nicht so richtig ernst nehmen. Vielleicht liegt das daran, dass ich 2013 in Indien war. You know, India? Good country. Ich hätte auch gerne. Guckt euch mal an, was der Herr hier fabriziert. Nichts kriege ich ab von dem Cookie Doof. Ich hätte auch gerne Cookie Doof. Also, wir wollten euch erzählen, was wir im Fernsehen gucken gerade. Denn wir gucken wirklich Fernsehen, ob ihr es glaubt oder nicht. Wie Horst Schlemmer mit der Lache. Weißt du Bescheid, ne? Lecker Mädchen, ne? Oh, jetzt auch wieder ernst hier. Ich sag dich noch gleich, nach müde kommt Doppelcookie Doof. Oh, wir kriegen im Moment so wenig Schlaf. Ja. Oh, das liegt aber nicht an Lotta. Nee, witzigerweise nicht. Diesmal ist es Faye. Nachts im Bett, eine kleine Wanderung. So von 1 bis um 5 ungefähr. Egal. Wir versuchen uns an. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es ist katastrophal. Ich habe noch nie eine Staffel oder eine Folge nicht geguckt. Ich liebe diese Sendung, aber was die da gerade machen, ist grausam. Ja. Und noch witziger ist ja, dass sie aus Hürth sind. Und ratet mal, wer von uns beiden 8 Jahre in Hürth gewohnt hat. RTL, bitte brich diesen Kram ab. Ja. Das will keiner sehen. Nein. Das tut allen nur weh und das tut vor allem dem Dschungelcamp nicht das, was es mal war. Also es tut ihm nichts Gutes. Nein. Möpschen 1, Möpschen 2, Möpschen 3, Möpschen 4 und Möpschen 5. Wir gehen jetzt nach draußen, unsere Abendrunde. Und weil es draußen stockduster ist und wir die Kamera nicht mitnehmen können, müssen wir uns jetzt schon von euch verabschieden. Genau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Vlog. Wenn ihr sehen wollt, wie ich auch noch die Abstellkammer umsortiere, aufräume, dann hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid und nehme mir das als nächstes Projekt vielleicht vor, weil das jetzt nämlich auch mal wieder bitter nötig. Und wir freuen uns auf alle Fälle, euch am Donnerstag im nächsten Video wiederzusehen. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao, ciao.